Als Rot-Weiß Erfurt das letzte Mal gegen Lok Leipzig gewann, hatte Fabian Gerber gerade seinen ersten Profivertrag bei Hannover 96 in der Tasche und bekam ein paar Minuten Spielzeit in der zweiten Liga. Knapp 24 Jahre und etwa genauso viele Trainer später könnte Färber seit Jürgen Raab der erste RWE-Trainer sein, dem dieses Kunststück gelingt. Aber er muss improvisieren. Kapitän Starzew sitzt seine Gelbsperre nun im Topspiel ab, statt unter der Woche gegen Luckenwalde, weil das Spiel verschoben werden musste. Dazu nominell ohne richtigen Mittelstürmer rutscht Ersatzkapitän Mergel, wie zuletzt gegen Jena, in die Rolle des Stürmers. Erfurt von links nach rechts mit Flückinger auf Tavares. Und das ist die erste Auszeichnung für Niklas Müller, der den erneut verletzten Isa Dogan im Leipziger Tor ersetzt. Aber eben auch gut gemacht von Tavares, der sich gleich gegen drei durchsetzen kann. Almedin Chiva, alles was jetzt noch kommt, ist Bonus, sagte er im Vorfeld. Lok steht gut da, aber klar, als Lok Leipzig will er auch das Spiel gewinnen. Seine Mannschaft mit mehr Spielanteilen, Erfurt ungewöhnlich passiv, verlässt sich auf gute Abwehrarbeit. Das funktioniert meistens, aber nicht immer. Jamal Ziane, einer von drei, die bereits 10 Tore auf dem Konto haben in dieser Saison. Abgefälschter Ball, schwer einzusehen für Flückinger, entsprechend starke Reflexe. Halbe Stunde rum, der muntere Beginn des Spiels zieht sich nicht durch. Es wird zunehmend ziemlich chancennah. Eine Standardsituation muss es richten. Wieder ist Niklas Müller gefordert. Und da war es noch schwerer, die Hände sauber an den Ball zu bekommen, weil beim Schuss von Schwarz Mergel dem Leipziger Keeper sogar noch die Sicht versperrt. Halbzeit in Erfurt. Top-Spiel-Atmosphäre, ja, noch nicht ganz so top das Spiel. Zum 80. Mal treffen Erfurt und Leipzig in einer Liga aufeinander. Leipzig mit statistischen Vorteilen. 36 Mal gewann Lok, wahlweise auch als VfB Leipzig gegen Erfurt. Und RWE arbeitet daran, ein wenig an der Statistik zu basteln. Etwas mehr als eine Viertelstunde gespielt. Mergel, der Ersatzkapitän. Seidemann verlängert. Weinhauer 1:0. Rot-Weiß Erfurt. Erik Weinhauer heute in die Startformation gerückt. Anfang der Saison aus Wernigerode gekommen. Fast auf den Tag genau. Vor einem Monat sein erstes Regionalligator überhaupt gemacht. Gegen Meuselwitz. Ja, der Kopfball. Das ist keine Augenweide, aber gut gezielt. Gegen die Laufrichtung von Niklas Müller, der nicht stehen bleibt und sich so jegliche Reaktionsmöglichkeit nimmt. Fabian Gerber. Von maximaler Anspannung bis maximale Ekstase. Lok Leipzig aber kann kämpfen. Das zeichnet die Mannschaft aus. Es wird ein ekliges Spiel, sagt der RWE-Aushilfskapitän Mergel. Und Lok kommt über Dombrova. Und Atilgan versucht es mit dem Kopf durch die Wand. Verletzt sich da noch leicht, kann aber weiterspielen. Da hat Erfurts Abwehr einmal nicht aufgepasst. Das wäre noch mal die große Chance gewesen. In den letzten 25 Minuten gibt es aber nur noch eine zeigbare Szene negativer Art. Sascha Pfeffer mit dem Foul an Mergel. Der Leipziger will es nicht, aber er trifft ihn eben auf schmerzhafte Weise an der Hacke. Und dann ist es eben taktisch. Pfeffer hatte schon gelb, heißt gelb-rot für den Routinier. Erfurt gewinnt. Das 80. Aufeinandertreffen mit 1:0. Wenn du dann halt auch so eine halben oder eine Chance wie Erfurt das Ding machst, dann stehst du wahrscheinlich dann auch immer zurecht oben, wenn du kompakt stehst und die einen oder wenigen Chancen, die du hast, machst. Wir lassen sie liegen halt. Ist halt bitter, weil wir eigentlich hier nicht ohne mindestens einen Punkt nach Hause fahren dürfen. Wir haben ein paar Szenen nicht gut ausgespielt im letzten Drittel, muss man sagen. Wir hatten auch erst halt schon die eine oder andere gute Chance, nicht nur Konterchance, sondern auch aus dem Spiel heraus, wo der letzte Ball nicht genau kam, wo die Jungs so ein bisschen unkonzentriert halt waren, wo wir dann ins Abseits gelaufen sind. Das war ein bisschen schade, erste Halbzeit. Und zweite Halbzeit, glaube ich, waren wir dann schon am Drücker. Also wir haben dann schon Druck gemacht auf das gegnerische Tor und hatten immer mal wieder die Chance, den Ball durchzustecken, sind dann auch mal zu Abschlüssen gekommen. Und da hat man schon das Gefühl gehabt, wir haben jetzt Übergewicht, es könnte was passen zu unseren Gunsten. Und dann bin ich natürlich umso glücklicher, dass in einer wichtigen Phase, in einem wichtigen Zeitpunkt dieses 1:0 gefallen ist. Christian Müller mit den Stimmen. Leipzig verabschiedet sich vorerst aus dem Abstiegskampf, aber der ist der bekanntermaßen Bonus. Und in dieser Saison kann in 2 Wochen alles wieder anders sein. Big Points aber für RWE. Win,
Win-Win-Situation. 3 Punkte mitgenommen, Tabellenführung wieder zurückgeholt und mit dem ersten Sieg gegen Lok Leipzig seit 1999 so einen kleinen Fluch gebrochen.